meinem heutigen Video möchte ich euch meine 7 besten Winter-Lifehacks vorstellen, um euch genauso wie mir das Leben zu erleichtern und zu verschönern. Ich hoffe, es gelingt mir. Viel Spaß beim Zuschauen. Im Winter keine wasserfesten Schuhe zur Hand? Ich helfe mir da einfach mit Plastiktüten aus. Die hat eigentlich jeder zu Hause und ansonsten bekommt man sie ja wirklich überall. Ein super Recycling-Hack. Einfach die Plastiktüte über die Socken ziehen und in die Schuhe hineinschüpfen. Das war's im Endeffekt auch schon. Mit dem nächsten Lifehack hält jede Schleife bombenfest, garantiert. Einfach einen Doppelknoten machen, das war's auch schon. Natürlich braucht man für diese Lifehacks keine Stulpen, das funktioniert auch ohne. Denn die Plastiktüte kann man in die Schuhe stecken und ein Doppelknoten fällt eh nicht auf. Übrigens, diese beiden Lifehacks funktionieren auch im Sommer, zum Beispiel bei Regen, und beschränken sich nicht nur auf den Winter. Wer von euch liebt Orangen auch so wie ich? Wenn da nicht diese lästige Schälerei wäre, die manchmal sogar ins Auge gehen kann. Und genau dafür möchte ich euch Abhilfe schaffen, mit diesem super genialen Lifehack. Ihr braucht nur ein Messer und eine Orange. Schneidet von der Orange das Ober- und das Unterteil ab, dann schneidet ihr von der Seite bis in die Mitte, aber nicht weiter. Ihr könnt anschließend die Orange super einfach öffnen und bekommt die einzelnen Segmente total leicht heraus. Ist mir die Orangenschale immer viel zu schade zum Wegwerfen. Mit ihren lecker riechenden ätherischen Ölen ist sie doch bestens geeignet, um als Raumduft zu dienen. Dafür habe ich mir meine Plätzchenausstecher aus dem Schrank geholt, um mir schöne kleine Formen aus der Orangenschale auszustechen. Das funktioniert übrigens auch klasse mit einer Schere. Dann werden die ausgestochenen Formen auf einem kleinen Teller über der Heizung etwas angetrocknet, um dort nicht direkt festzukleben. Um den Duft aufzufrischen, einfach immer wieder etwas ätherisches Öl auf die Schale tropfen. Übrigens funktioniert das Ganze auch mit Zitronen, Mandarinen und Grapefruitschalen. Wenn sie trocken sind, kann man sie natürlich auch direkt auf dem Heizkörper platzieren. Mmm, riecht das lecker. Wo wir auch schon beim nächsten Lifehack wären. Wer kennt es nicht? Trockene Spitzen, fliegendes Haar etc. pp. Mein absolutes Wundermittel ist hier Kokosöl. Einfach eine klitzekleine Menge zwischen den Handflächen anwärmen und in den Spitzen gleichmäßig verteilen. Funktioniert übrigens auch super als Kur. Dafür dann etwas mehr von dem Kokosöl verwenden. Boah, das riecht einfach nur nach Urlaub. Spröde Lippen im Winter? Wer kennt sie nicht? Dafür habe ich ein geniales Rezept, um super einfach eine Lippenpflege selbst herzustellen. Ihr braucht eigentlich nur 2 Zutaten. Ein Esslöffel Kokosöl und ein Stück eurer Lieblingsschokolade und wer mag, kann noch ein paar Tropfen ätherisches Öl, in meinem Fall Pfefferminze, hinzugeben. In einer kleinen Schüssel die Zutaten über einem heißen Wasserbad schmelzen, gut miteinander verrühren und alles in einen kleinen Tiegel oder wahlweise auch in ein kleines altes Marmeladenglas geben. Im Kühlschrank oder Schnee fest werden lassen und dem Schmieren steht nichts mehr im Wege. Schmeckt die lecker. Aber nicht alles aufessen. Und last but not least kommen wir auch schon zu meinem letzten Lifehack. Für mich fast der genialste. Geht es euch auch so, dass euer Handy mit Handschuhen nicht zu bedienen ist? Dem kann man total leicht Abhilfe schaffen. Und zwar, wer hätte es gedacht, mit einem kleinen Stück Alufolie. Dafür nimmt man ein Stück in der Größe von ca. 5x5 cm und stülpt es über den Zeigefinger. Damit lässt sich das Handy auf wundersame Weise trotz Handschuhe total einfach bedienen. Die angefrorenen Finger sind somit Geschichte von gestern. Wenn euch die Lifehacks und das Video gefallen haben, freue ich mich total über einen Daumen nach oben. Und wenn ihr in Zukunft kein Video mehr verpassen wollt, abonniert auch unbedingt meinen Kanal. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Bis bald!